Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. In Hai haben sie umgebracht. Den haben sie geschossen, ja, damals. Und der war sehr ungewöhnlich, weil das ist auch durch die ganzen Zeitungen gegangen, was dieses Fichter soll und was der da tut, dass der offenbar die Taucher nicht dranlassen möchte. Ja. Und der ist aber gar nicht heimisch in dem Gebiet. Ne? Mhm. Also nicht typisch dort. Ne? Ja. Aber viele Delfine. Also ich bin heruntergetaucht, die Straße ist da, fotografiert und so weiter. Sehr viele Delfine. Das ist ein wunderschönes Erlebnis, eine Woche lang dort mit Freiwilligen, ja, mit Delfinen. Also, sind da sehr. Und rechts. Ja? Es sind zusammengefasste Darstellungen. Ich meine, sie haben natürlich nicht die Tauchanzüge in unserem Sinne, weil die Technologien ja völlig anders funktionieren. Alleine wenn man anhört, wie unsere Temponauten aus der Jetztzeit sich anpassen mussten, um überhaupt mit Atlantis in Kontakt kommen zu können, wie das Ganze da funktioniert. Das ist aber sowas von. Also wenn das einmal einer verfilmt, alleine nur die Aussagen von den Temponauten, würde der Film eingehen als sicher einer der fantasievollsten Science-Fiction-Filme. Wenn wir nur das in einen Film unterbringen, was sich da vor 12.000, 13.000 Jahren bei uns hier ereignet hat, 4.000 Kilometer von hier. Matthias, du hast gesagt, das ist ein Untergangsbild, so hat ihn dann endet einmal alles. Am Anfang konnte man keine organischen, also keine anorganischen Stoffe mitnehmen. Jetzt kann man. Also die Technik ist weitergegangen, aber die ist jetzt in einem Bereich, wo also von dann nur selber momentan keine Informationen mehr weitergegeben werden. Also das ist auch der Punkt, wo ich. Ja, gut, aber jetzt könnten Sie auch einen Filmapparat mitnehmen oder Fotoapparat. Aber vielleicht Hilfe oder sowas. Das Sphäre-Selfie oder irgend sowas. Ja, die Sphäre-Selfie werden sowieso mitgeschossen, weil die Koordinaten mitberechnen und Daten mittransportieren. Mhm. Das hat sich schon in einigen Situationen als sehr hilfreich erwiesen. Ja. Mhm. Ja, das ist auch dann, die haben sich natürlich das Untergangsszenario angeschaut. Also es ist ein Kataklysmus mit dem Untergang, Vulkanausbrüche und dem Absinken des Kontinents. Ja. Ja, aber da kommt es natürlich auch zu atmosphärischen Phänomenen und so weiter, also mit vulkanisch indizierten Schwerstgebieten wahrscheinlich. Sicher. Gut. Wir haben also eh ganz gut jetzt den Abend hier gemeinsam verbracht. Ich hoffe, dass es für Sie inspirierend und bereichernd war, dass unsere Bemühungen, unsere Absichten, hier ein größeres Verständnis zu schaffen, eine größere Gemeinsamkeit zu schaffen, ein leichteres Bild auch hervorzubringen, dass im Sinne, dass Zugänge nicht mehr so erschwert werden, wie es aus politischem Dünkel heraus leider Gottes noch passiert, dass das ja so fruchtbringend war. Ich danke ganz herzlich Dr. Heinrich Gruppertz für seine wirklich sehr energiereich vorgetragene wissenschaftliche Abhandlung. Es ist ja zum Glück so, dass ja immer mehr Akademiker Gottlob erkennen, dass sie genauso aufgerufen sind, ihr Potenzial zur Verfügung zu stellen, auch auf die Gefahr hinauf, dass sie dann gewisse Räume verlieren, in denen sie gesellschaftlich gut situiert gewesen sind oder wären, um einfach aufgrund von charakterlicher Stärke zu sagen, es gibt Sachen, die gehören angesprochen und ich stelle mich dazu zur Verfügung und ich stehe dazu, dass es so und so auch betrachtet werden kann oder sogar sollte. Und das ist eben das Schöne, dass genau diese Dinge passieren können und dass dadurch diese gegenseitige Befruchtung und Bereicherung auch stattfindet. Also ich glaube, dass mit dem heutigen Abend Damen und Österreich einen weiteren Forschungszweig hier mit offenen Türen zum Erkennen hat. Und ich bin gespannt. Das grüne Licht von Damen und haben interessanterweise schon bekommen. Es gibt gesperrtes Material, und zwar die Originalgeschichtsbücher von Atlantis. Ich sage die Originalbücher. Das ist natürlich gesperrtes Material, weil es kann keiner in die Hand nehmen, weil die gibt es nicht. Und es gibt also grünes Licht, hier die Zusammenarbeit zu Schritt für Schritt und sanft und sinnvoll zu intensivieren.
Und ich glaube, zumindest wir beide freuen uns da schon sehr darauf. Diese Schritte waren unternehmen. Ja, einiges wird sich nicht verhindern lassen. Das ist wahr. Nochmals herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen ein schönes, angenehmes Wochenende. Und wer Interesse hat, wir werden hier eine Liste auflegen, falls nicht schon einer unterwegs ist. Jeder kann sich gerne eintragen, wird von uns in den Verteiler dann eingetragen und wird dann von uns benachrichtigt, wenn wir in welcher Form auch immer Vorträge oder Seminare haben. Super. Herzlichen Dank. Schönen Abend.